Am Wort ist jetzt aus dem Niederösterreichischen Landtag von der ÖVP Florian Krumbeck. Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesrat, aus den Landtagen und darüber hinaus. Kindern Perspektiven geben ist der Titel der heutigen Enquete. Und es ist schon die Frage, welche Perspektiven geben wir heute Kindern mit? In der Diskussion bislang und auch in vielen Wortmeldungen der Expertinnen und Experten ist auch ein Bild gezeichnet worden, das nicht unbedingt ein zukunftsfrohes ist, das auch die Gegenwart nicht unbedingt als eine hoffnungsfrohe bezeichnen kann und eine, die eigentlich sehr entmutigt zurücklassen könnte. Ich glaube, wenn wir über Perspektiven sprechen, die wir Kindern mitgeben wollen und die wir Kindern geben wollen, dann müssen wir auch daran arbeiten, wie wir über die Zukunft reden und wie wir auch mit Kindern, mit Jugendlichen und in dieser Kammer auch über die Zukunft reden. Und ich glaube, zumindest nehme ich mir das immer wieder mit, dass wir heute schon in einer Zeit leben, wo wir so viele Chancen haben wie selten zuvor und wirklich die besten Voraussetzungen haben auf ein erfolgreiches und glückliches Leben, auch wenn die Zeiten drumherum schwierig sind. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben ja viele richtungsweisende Entscheidungen ja schon auch betont. Andrea Eder-Gitschtaller zum Beispiel jetzt gerade. Warum komme ich zu dieser Wahrnehmung, dass es solche Chancen gibt? Wir haben noch nie ein so hohes Bildungsniveau gehabt wie heute und gleichzeitig ein so hohes Niveau auch der dualen Ausbildung, wie Bernhard Dierzi betont hat. Und wie wir gehört haben, ist formal hohe Bildung auch der beste Garant als Schutz vor Armut. Wir haben einen Arbeitnehmerinnenmarkt, der den Jugendlichen von heute ganz viele Chancen aufzeigt für die Zukunft, wo man selbst gestalten kann. Wir haben finanzielle Weichenstellungen erlebt aus dem Bund heraus mit der Indexierung der Familienleistungen, mit dem Familienbonus, mit dem Paket gegen Kinderarmut. Und wir haben es dadurch geschafft, dass wir nicht nur das doppelte Wirtschaftswachstum in Österreich gehabt haben im Vergleich zu Deutschland in den letzten zwei Jahren, sondern auch die verfügbaren Einkommen über dem EU-Schnitt gestiegen sind in Österreich, um 2,4% nämlich. Und wir damit auch immer wieder vorgebrachte Beispiele wie Spanien deutlich abgehängt haben. Das heißt, für mich ist schon der Fokus auch daraus aus heute, dass man Probleme nicht kleinreden sollte, aber wir auch erinnern in den Parlamenten, egal ob es der Bundesrat, die Nationalräte sind, wir in den Landtagen, auch Vorbilder im Optimismus, in der Zuversicht sein müssen. Und da möchte ich mir zwei Dinge mitnehmen, die heute gesagt worden sind. Eines auch von Ihnen, Frau Professor Spiel, nämlich zu neuen Kompetenzen und der Vermittlung von Kompetenzen. Ich glaube, dass das ein Feld ist, wo wir auch parteiübergreifend zusammenarbeiten sollten, wie es auch Werner Ammann als Landesrat gesagt hat. Wir versuchen da als Bundesland Niederösterreich immer wieder Initiativen zu setzen, gerade auch was Talente und Begabungsförderungen betrifft, die Alimar Jodi auch angesprochen hat, zum Beispiel mit der Science Akademie, aber auch zum Thema Klimaschutz. Glaube ich, ist es gut, wenn wir hier einen Zugang finden, der von Hoffnung gekennzeichnet ist, nämlich die Hoffnung daraus, dass wir mit einer gescheiten Anpackung dieser Probleme, die es gibt, auch neue Chancen schaffen können. Wir tun das zum Beispiel in Niederösterreich mit der neuen Wirtschaftsstrategie, wenn es um neue Ressourcen, Ressourcen 2.0, um die Themen Recycling, Wasserstoff, Nutzung, Carbon Capture, Flächen- und Brachflächenrecycling und so weiter geht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir heute, wenn es um Perspektiven geht, ein Signal aussenden, das heißt Probleme anpacken, unser Umfeld aber so aufstellen, dass es ein mutiges, hoffnungsvolles Umfeld für die Kinder und Jugendlichen ist, um gemeinsam in eine gute Zukunft auch zu gehen. Herzlichen Dank.